Entspannung für die Seele, Horrortrip für die Ohren und Feinschmeckermenü für die Augen. Das ist es, das USK-Treffen in Hannover, wo sich Hunderte von Gleichgesinnten treffen, um über Hot Rods, über Lack und Tuning zu fachsimpeln. Mittendrin meine Kollegin Xenia Kostner. Ordentlich Gummi auf dem Asphalt, abgefahrene Lackierungen und blubbernde V8-Motoren. Die USK-Fans lassen es krachen. Ich bin nicht mehr so jung, aber ich bin immer noch wild. Und wir alle hier heiß auf Autos made in the USA. Die amerikanischen Klassiker haben es den Fans angetan. Mit dabei Michael Vogt aus Celle. Er will mit seinem 41er Willys Coupé heute was reißen. Das Auto beschleunigt von 0 auf 100 unter 2 Sekunden. Also es drückt dich schneller in den Sitz als jedes Motorrad. Oder ich glaube, du kannst dir nicht vorstellen, es drückt dich wirklich richtig in den Sitz. Also du sitzt in dem Auto, lehnst den Kopf in den Überrollbügel, lässt das Bremsbrett bei 5,5 los und dann geht das nur ein Knall und dann bist du schon auf 100. Das ist alles so wirklich oldschool, authentisch, wie es früher in den 50er, 60er Jahren halt auch war. Da wollte ich halt hin. Deshalb ist er auch mattgrau. Damals haben die Jungs halt auch kein Geld für Lack gehabt und haben ihre Autos immer nur mit Rostschutzfarbe grundiert, weil es die billigste Farbe ist und das habe ich halt so übernommen, weil ich den Stil halt einfach klasse finde. Dominik Tiroch ist extra aus Wien nach Hannover gereist. An seinem Hot Rod hat er 2 Jahre herumgebastelt. Original ist nur noch die Stahlkarosserie von 1930. Das Besondere an dem Motor ist dieser Kompressorlader hier. Der presst sozusagen die Luft nochmal zusätzlich in die Anzugtrakte rein. Mit 2 doppelten Holley-Vergasern, dass auch der Sprit dazukommt. Also ziemlich viel Kraft ist da dahinter. Kraft, die die Konkurrenz auf den Plan ruft. Dragster-Rennfahrer Michael Vogt nimmt das heiße Gefährt genauer unter die Lupe. Zwar werden auf den Treffen keine Rennen gefahren, aber es kann ja nicht schaden, potenzielle Gegner im Auge zu behalten. Auf jeden Fall halt ein Big Block, klar, Chevy Big Block, aber es hat einen Kompressor drauf, aber du kannst nicht sagen, wie viel Leistung da drin ist. Also es kann sein, dass das Ding anmacht und ich denke, oh, es kann aber auch sein, dass das Ding anmacht und ich denke, hm. Rock'n'Roll-Feeling in Hannover. 800 US-Cars aus ganz Europa haben den Weg hierher geschafft. Und ein echter Fan achtet da natürlich nicht auf so Nebensächlichkeiten wie Spritverbrauch. Im Schnitt 18 Liter pro 100 Kilometer. Mit diesen Straßenkreuzern fährt man eben nicht mal mit Cruise. Wo amerikanische Kutschen cruisen, sind die Cops nicht weit. Natürlich im Original-Outfit. Das fällt schon ganz schön auf, also wenn man ständig fotografiert. Und die Autos fallen schon mehr auf als ein Ferrari. Polizei? Ja, damit haben wir keine Probleme. Die lächelt auch darüber und lässt dann eigentlich mal fahren. Da gibt es keine Probleme. Schräge Autos, noch schrägere Besitzer. Der Schweizer Daniel Weber im Totengräber-Look ist im wahren Leben Landschaftsgärtner. Bei mir muss immer irgendwie alles nach meinem Geschmack passen. Es muss keinen Sinn ergeben. Bei mir muss überhaupt nie was einen Sinn ergeben. Bei mir muss nur alles nach Lust und Laune. So, so, nach Lust und Laune. Danach geht es bei der Bewertung der schönsten Karossen aber nicht. Verarbeitung und originelle Details sollen die Jury beeindrucken. Ja, der eigene Geschmack spielt auch ein bisschen eine Rolle, muss man sagen. Sollte eigentlich nicht, aber schon so ein bisschen lässt man sich da auch beeinflussen. Aber nur wirklich ganz bisschen. 75 Pokale in den unterschiedlichsten Kategorien. Von Classic bis Original 60s, von Long Distance bis zu Lowridern. Die Liste der amerikanischen Kreationen ist lang. Und jede Kategorie verdient natürlich einen eigenen Preis. Wie könnte man auch einen Hot Rod mit einem Cadillac vergleichen? Ich denke, dass von den Hot Rods eigentlich eines der extremsten Fahrzeuge hier ist. Auch vom Sound her, wie man dann bald hören wird. Keine leichte Aufgabe für die Jury. Aber das 41er Willys Coupé von Michael Vogt lässt das Jurorenherz sofort höher schlagen. Der Motor ist super gebaut, die Karosse ist klasse gebaut, alles was hier drin ist, also das ganze Auto ist einfach perfekt. Aber auch am perfekten Auto muss hin und wieder mal justiert werden, vor allem wenn das Showfahren kurz bevorsteht. Wir wollen die Ventile mal eben checken, die in Ordnung sind. Das haben wir nach dem letzten Lauf jetzt nicht mehr gemacht. Sollen wir nochmal Ventilspiel prüfen, ob das in Ordnung ist. Einfach nur Kontrollarbeiten.
ja, gehegt und gepflegt werden, so ein Auto. Sein Hot Rod ist für den Rennsport gebaut und wie die Karosse trägt auch sein Körper die passende Lackierung. Das ist ein Winddämon, das hat das mit japanischer Kultur zu tun. Der passt auf mich auf und hält das Böse von mir fern. Ist das abergläubig? Nein, es ist japanische Kultur. Der Hot Rod rührt auf jeden Fall wieder. Jetzt steht der Dragster Show-Einlage nichts mehr im Weg. Doch zuerst lassen die Lowrider ihre fahrbaren Untersätze tanzen. Die Lowrider, mittlerweile echter Kult, ursprünglich aber geschaffen, um möglichst viele Mexikaner illegal über die Grenze in die USA zu schmuggeln, ohne dass das Auto dabei tiefer lag als üblich. Einem Lowrider wird das Gehopse zu viel. Diagnose: Vollenbruch. Und die Jungs werden jetzt hier versuchen, das Fahrzeug hier wieder vor der Bühne wegzuschaffen, damit wir hier Platz haben. Dann was da passiert? Für einen Rallye-Call. Dazu kann man nur sagen, abgebrochen. Dieses Fahrzeug hier, der VW Käfer, der hier vorne in der Mitte steht, nennt man einen Rallye-Call. Michael Vogt bringt seinen Willis Coupé in Position. Die Dragster-Vorführung steht bevor. Jetzt kann er zeigen, was sein Hot Rod drauf hat. Die kriegen den Lowrider hinweg. Dauert noch einen Augenblick. Auch Kollege Dominik Tiroch muss sich noch gedulden. Hannenhilfe bei den Lowrider. Endlich nach einer Stunde bewegt sich der Chevy wieder. Bühne frei für die Hot Rodder. Michael Vogts Lachgasanlage kommt zum Einsatz. Satte 600 PS Leistung holt er damit aus seinem Willis Coupé. Hot Rods sind getunte ältere Autos. In den 40er Jahren fuhren die Jugendlichen in Amerika damit Beschleunigungsrennen. Auch heute haftet den Hot Rodder noch das Image der Rebellen an. Das ist halt die Geschichte, diese beiden NOS-Flaschen. Na, das ist rein fürs Rennen. Na, das darf man nicht auf der Straße fahren, das darf man nur im Rennen fahren. Das darf man auf der Straße nicht mal transportieren. Ich fahre das Auto nicht, damit die Mädels gucken oder damit die Leute gucken. Ich fahre es wirklich für mich. Und es macht einfach Spaß mit so einem Auto. Das ist ein Klassiker, wir haben den selber aufgebaut. Da hängt eine Menge Herz drin und eine Menge Herzblut. Und es macht einfach Spaß, mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Für heute hat sich's in Hannover ausgecruised. Am Ende wartet für die heißesten Öfen noch ein Pokal. Und sie da, der Lowrider, der während der Vorführung noch geschwächelt hat, siegt in seiner Kategorie. Auch Dominik Tiroch reiht sich in die Gewinner ein. Auf seiner neunstündigen Rückfahrt nach Wien begleiten ihn immerhin zwei Pokale. Hätte ich mir nicht gedacht. Also Long Distance ist ein Wahnsinn. Super Preis. Auf. Erster Platz Hot Rod, auch okay. Ehrensache, dass der alte Hase Michael Vogt auch einen Pokal abgreift. Schließlich fährt er schon seit 18 Jahren einen heißen Reifen im US-Style. Ich komme auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall. Natürlich. Nächstes Wochenende aber das nächste Rennen. Drei Pokale abgesahnt. Best Sound, Best Jury und Platz 2 bei den Hot Rods. Der wilde 42-Jährige hat wieder zugeschlagen. Das höchste der Gefühle aber für ihn, das geile Fahrgefühl in seinem US-Car.